nochmal ein Programmchen, das Polymorphie zeigen soll und jetzt aber auch mal was Hübsches zeigen soll, Zeichenfunktionen zeigen soll. Ich stelle mir Folgendes vor, dass man aus einer Textdatei nachher Daten einliest und diese Daten messen irgendwas abhängig von Jahren, sagen wir irgendwie von 1980 bis 2010 oder irgendwas, Daten in Abhängigkeit von Jahren, die sollen dann nachher geplottet werden, dass man irgendwelche Polygonzüge hat zum Beispiel in der Form, vielleicht sogar in verschiedenen Farben, habe ich schon geschickt gemacht, also sowas. Und dass man aber auch obendrein einzelne Punkte plotten kann. Wenn man sagen will, okay, hier besonderes Ereignis, da hatten wir den größten Jahresumsatz oder hier, das ist unsere Zielzahl gewesen für das Jahr und so weiter. Sowas würde ich nachher gerne haben. Ein Programmchen, das solche Kurven bauen kann, vielleicht auch noch ein paar Punkte rein verzieren kann. Und die sollen alle aus einer Datei gelesen werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwelche Solardaten oder irgendwas, was im Haus gerade an Verbrauch läuft und so weiter. Können Sie sich vorstellen, dass das hier höchst sinnvoll ist im praktischen Einsatz, wenn man das tatsächlich kann, irgendwelche Daten dann sinnvoll in, naja, zumindest nicht Kurven, aber zumindest gebrochene Linien zu übersetzen. Das sind ja auch Kurven in gewisser Weise. Ein Visual Studio Projekt natürlich hier wieder, C-Sharp, WPF. C-Sharp, WPF, ich schreibe es auf den Desktop und nenne das Diagramm. Okay. Wenn ich sage, das soll aus einer Textdatei alles kommen, dann sollte ich vielleicht auch schon mal sagen, wie die Textdatei aussieht. Dann haben wir ein Muster. Ich lasse ihn hier mal zu Ende bauen. Erstmal. Naja, so. Na, ist noch ein Basteln. Also eine Textdatei. Na, komm. Also gerade gucken, wo mein Programmchen, da ist es, da hat er alles hingeschrieben. Ich werde mal ganz dreist die Textdatei hier auf der obersten Ebene anlegen von dem Projekt, dass das alles zusammenbleibt. Und dann schreibe ich hier mal Daten rein, sowas, daten.txt. Was mir vorschwebt in dieser Textdatei, das könnte nachher dann ja per Programm generiert sein, diese Textdatei. Denken Sie an die Solarprognose, wo Sie irgendwelche Daten per Software generiert haben. Da könnte jetzt sowas drin stehen, stelle ich mir vor, wie Linie, um zu sagen, ich habe mal groß geschrieben, Linie, um zu sagen, jetzt hätte ich gerne einen von, na, wo ist er? Einen von dieser Sorte hier. Linie und dann die Daten bei 1900, sicherheitshalber Semikolon. Wenn wir ein Komma brauchen als Dezimalkomma, bei 1990 möchte ich haben, keine Ahnung, 100,1 und bei 2014 möchte ich haben 200,7. Das soll das erste sein. Vielleicht nochmal so eine, dass ich bei 1980 den Wert 30 habe. Und dass ich bei 2000 den Wert 50,7 habe und Punkte, also dass man noch Kleckse dazwischen setzt, bei 1985 auf der Höhe 70 und bei 1995 auf der Höhe 90. Ach, 90, tippen müsste man können. Das stelle ich mir vor. Also ein Programm, das das einlesen kann. Stellen Sie sich vor, Sie würden ein anderes Programm haben, das so eine Datei schreibt. Und unser Programm jetzt soll so eine Datei lesen können und darstellen können. Natürlich ist das jetzt nur als Muster. Es soll hier beliebig weitergehen können mit Ja, Wert, Ja, Wert, Ja, Wert und so weiter. Und es soll hier auch noch beliebig weitergehen können mit Linie, Punkte, Linie, Punkte. Das stelle ich mir zum Schluss vor. Im Programmchen
bräuchten wir Folgendes. Ich sehe mal ganz dreist einen Knopf vor, der nichts anderes tut, als dann, naja, alles zu tun, der alles ausführt, was wir da so haben. Nachher wäre es vielleicht noch schöner, wenn man wirklich eine Datei auswählen kann, machen wir vielleicht auch. Aber erstmal ein Knopf für alles und Doppelklick hier drauf, damit das automatisch eingerichtet wird. Hier bei Klick soll diese Methode aufgerufen werden. Und in dieser Methode steht dann mehr oder minder alles drin, was wir brauchen. Da soll die Datei eingelesen werden und soll das Diagramm aufgebaut werden. Punkt 1. Wir brauchen noch was. Wir brauchen irgendeine Fläche, auf der das Diagramm erscheinen kann. Dazu gibt es hier eine Klasse, die nennt sich Canvas. Das ist im Endeffekt eine Zeichenfläche. Canvas, die Leinwand beim Maler. Die Leinwand. Und der braucht natürlich, das ist alles ein bisschen eng hier, der braucht natürlich auch noch einen Namen. Ich nenne das hier mal Zeichenfläche. Da haben wir den Namen. Und nachher wird es auf dieser Canvas irgendwas an grafischen Objekten geben. Mit dem Klick auf den Button, den nenne ich vielleicht nochmal ordentlich. Lade. Mit dem Klick auf den Button soll dann das Diagramm aufgebaut werden in der Zeichenfläche. Die Datei gelesen werden und das Diagramm aufgebaut werden, das stelle ich mir vor. So, und jetzt fangen wir wirklich an zu programmieren. Wenn Sie sich diese Datei angucken, Polymorphie, wonach schreit das, wenn es um Objekte und Vererbung geht, wonach schreit das, wenn man das hier sieht? Genau, eine Oberklasse sollte ich haben. Ich sollte eine allgemeine Klasse für Objekte im Diagramm haben und von der sollten Linie und Punkte erben. Das heißt, wenn man das aufmalen würde, was ich gerne hätte, ist Folgendes. Was ich gerne hätte, wäre eine Mutterklasse zu Linie und Punkte. Dazu eine Oberklasse, Mutterklasse. Sagen wir mal Zeichenobjekt oder Zeichnungsobjekt, Diagrammobjekt. Diagrammobjekt nenne ich das mal. Bauen Sie das mal und überlegen sich, was denn jetzt an Datenelementen und an Methoden drin sein müsste, in denen. Grundsätzlich sah das schon mal richtig aus. Also ich würde jetzt tatsächlich eine neue Datei anlegen. Sie können es auch hier hinschreiben, außerhalb der Hauptfensterklasse oder da, nach der Hauptfensterklasse. Ich würde jetzt aber eine neue Datei anlegen, um das sauber zu halten. Also Mausklick rechts hier unten in den Projektmappen Explorer hinzufügen. Klasse, sieht man jetzt im Video nicht. Naja, ne. Nennen wir es. Nehmen wir die Datei auch Diagrammobjekt. Diagrammobjekt. So, Klasse Diagrammobjekt. Und davon soll abgeleitet werden die Klasse Linie von Diagramm. Upsala. Diagramm. Objekt und es soll abgeleitet werden die Klasse Punkte von Diagramm Objekt. Alles immer mit Tabulator, geht fast wie von selbst. Vielleicht noch eine Leerzeile. Jetzt die Datenelemente. Jedes von diesen Objekten hat ja nachher eine Sammlung an Punkten. 1980 so und so viel, 1990 so und so viel und so weiter. Die Linie hat so eine Sammlung an Punkten, aber auch hier so eine Sammlung, naja, so ein Ding hier, so eine Sammlung an Punkten, hat auch eine Sammlung an Punkten. Das würde ich in die Mutterklasse reinnehmen. Wenn das alle haben, dann wäre das sinnvoll, in die Mutterklasse reinzunehmen. Wie würden Sie das schreiben? So eine Sammlung an Ja-Wert. Ja, Wert, ja, Wert. Wie müsste man das bauen? Ja, wir bauen also noch eine Klasse, von mir aus die Punkt heißt.
die einen einzigen Punkt, ja, Wert, beschreibt. Sowas. Und dann ist auch klar, was man da eintragen muss. Ja, Wert, int, ja. Ich überlege gerade, DateTime wäre auch nicht schlecht. Ich lasse jetzt int stehen. Int, ja. Und Double, Wert. Das ist ein einziger Punkt. 1990, 1980. Ein einziger Punkt. Und so ein Diagrammobjekt, ob es eine Linie ist oder eine Sammlung von Punkten, enthält eine Liste von solchen. Also List und jetzt spitze Klammern für, nun kommt der Typ, nämlich der Typ Punkt. Schreibe ich jetzt Punkte, ich bin gerade am Überlegen, wenn diese Klasse Punkte heißt, ich bin gerade versucht, da zu schreiben Punkte. Ist das verwirrend? Nee, ist hoffentlich nicht verwirrend. Das Attribut heißt jetzt Punkte kleingeschrieben. Es gibt noch eine Klasse Punkte großgeschrieben. Ich hoffe, es ist trotzdem machbar. Und da erzeuge ich sofort eine leere Liste. Nu, Leerzeichen, Tabulator und hier der Konstruktoraufruf. So sehe das aus. Da sind nachher meine Punkte drin. Was wäre noch sinnvoll, in diese Klasse Diagrammobjekt reinzunehmen? Jedes Objekt sollte sich zeichnen können. Wenn ich was zeichne, kriege ich nichts zurück. Ich sehe was auf dem Bildschirm, aber ich kriege aus der Funktion nichts zurück. Void, natürlich auch noch public. Upsala. Auch noch public. Und ich nenne es tatsächlich mal zeichne, Befehlsform. Wir müssen nachher nochmal gucken, was da alles an Parametern übergeben werden muss. Sehen wir gleich. Na. So könnte das nachher aussehen. Es wird sicherlich noch ein bisschen was da reinkommen müssen. Wo wird gezeichnet, wie wird gezeichnet, das werden wir noch brauchen. Dann wird der Gedanke sein, dass die Linie und die Punkte anders zeichnen. Das Diagrammobjekt hat eine Methode Zeichnen drinnen, aber Linie und Punkte werden auf ihre eigene Weise zeichnet. Die Linie zeichnet die Linie. Und ein Objekt der Klasse Punkte zeichnet Punkte. Was muss ich also hier oben noch dazu schreiben alles? Oh, wenn Sie hier sagen Virtual, dann können Sie in den Kindklassen nachher sagen Override. Override. Da haben wir das. Override zeichnet. Das können Sie dann in den Kindklassen sagen, wenn Sie in der Mutterklasse sagen Virtual. In Java muss man nicht Virtual sagen an der Stelle. In C++ muss man auch Virtual sagen an der Stelle. Den nehme ich nochmal wieder weg, weil gleich mehr dazu. Eine Möglichkeit, Virtual. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Mit Virtual sagen Sie, in dieser Klasse gibt es tatsächlich eine Implementierung und die kann auch aufgerufen werden. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn Sie sagen, es ergibt überhaupt keinen Sinn für ein allgemeines Diagrammobjekt, es gibt überhaupt keinen Sinn, sich zu zeichnen, ich weiß gar nicht, was ich da tun soll, dass Sie sagen, es ist nicht Virtual und es gibt auch hier nicht schon eine Implementierung in der Mutterklasse, sondern dass Sie sagen, es ist abstrakt und machen dahinter ein Semikolon, wie eine Deklaration in C. Sowas. Eine abstrakte Methode. Ich sage gar nicht, wie sie geht. Ich sage nur, die Kindklassen sollen sich mal drum kümmern, aber ich sage gar nicht hier, wie sie geht. Zum Beispiel, weil es vielleicht einfach nicht sinnvoll ist. Wie soll ein Diagrammobjekt sich zeichnen? Was soll das tun? Keine Ahnung. Dann mache ich das abstrakt. Aber wenn ich hier eine abstrakte Methode habe, die machen wir hier gerade erstellen. Na, komm schon, erstellen. Wenn ich eine abstrakte Methode habe, sehen Sie, das schafft er anscheinend gerade nicht sofort, hier in Echtzeit zu erkennen, aber nach einmal erstellen schafft er das zu erkennen. Wenn ich eine abstrakte Methode habe, dann muss ich auch die Klasse als solche abstrakt machen. Abstrakte Klasse heißt, es kann keine Instanz gebaut werden. Es wird nachher niemals wirklich ein Diagrammobjekt geben können. Es wird eine Linie geben können und es wird Punkte geben können, eine Punkteobjekt, ein bisschen komisch benannt, geben können, ein Punktobjekt geben können, aber es wird niemals ein Diagrammobjekt geben können, wenn ich hier sage abstract. Es kann kein Diagrammobjekt als solches geben,
weil diese Methode dann unklar wäre. Wenn einer versuchen würde, davon Zeichner aufzurufen, wäre unklar, wie das funktionieren soll. Dieses Abstract hier für die Methode zieht deshalb das Abstract bei der Klasse nach sich. Man kann auch einfach Abstract vor die Klasse schreiben, um zu sagen, diese Klasse darf niemals instanziert werden. Von dieser Klasse darf nie ein Objekt gebaut werden. Das sagen Sie mit dem Abstract. Das könnte man auch einfach dahin schreiben, ohne dass da unten ein Abstract steht. Aber das Abstract da unten erzwingt das Abstract da oben. Und hier gibt es jetzt noch Ärger. Sehen, wenn ich in der Mutterklasse sage, es gibt eine abstrakte Methode namens Zeichnen, aber ich sage euch noch nicht, wie es geht, dann muss die Kindklasse aber das Ding wirklich auch zur Verfügung stellen, sonst weiß ich auch nicht in der Kindklasse, wie es geht. Deshalb gibt es hier die Schlangenlinien. Also deshalb muss man hier dann tatsächlich irgendwas bauen, von wegen Override Zeichne. Gerade erstellen machen. Da ist sie jetzt glücklich. Es gibt noch eine andere Art, wie man die Schlangenlinien da wegkriegen kann. Was wäre auch syntaktisch korrekt? Sie können die Methode Zeichnen überschreiben, wie hier, dass er denn wirklich weiß, wie es geht. Naja, wirklich wissen, wie es geht, aber zumindest irgendwie syntaktisch korrekt gebaut ist jetzt die Methode. Was ist eine andere Möglichkeit, um den Fehler wegzukriegen hier unten? Ich könnte hier jetzt eben, wie gesagt, auch noch Public Override Void Zeichen reinsetzen. Ich kriege den Fehler aber auch noch anders weg. Zwar nicht sinnvoll, ich würde ihn auch noch anders wegkriegen trotzdem. Wenn die Methode Zeichne fehlt, in der Mutterklasse fehlt, Abstract, nicht implementiert ist, sollte man korrekt sagen. Ich sage nicht, wie sie funktioniert, sie ist nicht implementiert. Dann ist die eine Möglichkeit, dass die in der Kindklasse diese Implementierung nachliefern, das haben wir hier. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, es für den Compiler richtig zu machen. Was könnte ich noch machen hier, damit die Fehlermeldung weggeht? Also das wäre die brutale Methode. Ich mache auch die Abstract. Sage, von dieser Klasse darf keine Instanz gebaut werden. Dann ist er auch glücklich. Das ist natürlich blödsinnig. Ich möchte ja nachher von der Klasse Punkt eine Instanz bauen, aber rein für den Compiler wäre das jetzt okay, geht auch. Also Sie haben zwei Möglichkeiten. Wenn Sie eine abstrakte Methode haben in der Mutterklasse, haben Sie in der Kindklasse zwei Möglichkeiten. Sie implementieren diese Methode oder Sie sagen, Ihre Kindklasse ist ebenfalls abstract. Was an dieser Stelle nicht ganz so sinnvoll ist. An anderen Stellen könnte es sinnvoller sein. Also nehme ich hier mal abstract wieder weg und schreibe wirklich dann das Überschreiben rein. Override Zeichner. So. Da muss noch ein bisschen was passieren. Man braucht einen Konstruktor und so weiter. Aber ich denke, das macht man dann nachträglich. Ich würde jetzt an einer anderen Baustelle anfangen. Sagen, okay, das hier wird irgendwie so funktionieren. Da fehlt noch so einiges. Ist gar nicht gebaut hier, die Zeichenfunktion, aber irgendwie wird das so funktionieren. Ich würde jetzt an einer anderen Baustelle weitermachen, nämlich das Lesen der Datei. Und dann werde ich für Zeile um Zeile der Datei einen Konstruktor aufrufen wollen. Ich möchte die Datei Zeile um Zeile einlesen. Für die erste Zeile möchte ich den Konstruktor von Linie aufrufen. Für die zweite Zeile ebenfalls den Konstruktor von Linie. Für die dritte Zeile den Konstruktor von Punkte und so weiter aufrufen. Und um zu sehen, wie diese Konstruktoren aussehen müssen, würde ich jetzt erstmal tatsächlich anfangen, mich um die Datei zu kümmern. Und das muss natürlich hier irgendwo bei Main Window Sammel CS stattfinden, sinnvollerweise. Hier bei dem Klick auf den Button, da kümmere ich mich jetzt mal vorsichtig um die Dateien. Es gibt eine sehr hilfreiche Klasse, nämlich File. Und Sie sehen, da souffliert er hier sofort mit dem kleinen blauen Rechteck. Using System I.O. Diese Klasse File, Datei, File, die Klasse Datei, File, lebt in dem Namensraum System I.O. Ich könnte jetzt hier hinschreiben System.io.file, eine Möglichkeit.
die mit vollem Namen ansprechen, oder ich sage Using System IO, der hier, wo hat er den oben dazu geschrieben, schön alphabetisch sortiert, dann hat er den hier oben schön alphabetisch da reingeschrieben, Using System IO. Wenn Sie das hier sagen, heißt das, alles aus dem Namensraum System IO ist jetzt ohne diese Vorsilbe sozusagen System IO, ohne den Familiennamen sozusagen System IO bekannt. Das geht auch ohne. Wir leben im Namensraum Diagramm. Diese Klasse File lebt im Namensraum System IO. So, der ist jetzt ohne das ganze Brimborium bekannt, File. Und diese Klasse hat eine Methode, also eine statische Methode, nämlich, wo bin ich hier? Read all lines, das ist die spannende Methode hier. Sie sehen, es gibt noch ein paar andere, Sie können binär einlesen und so weiter. Read all lines ist spannend, weil read all lines ein Array an Zeichenketten zurückliefert. Zeile um Zeile, was Sie kriegen, ist ein Array an Zeichenketten. Sehr simpel. Klammer auf, ist keine Methode, Klammer auf. Da will er jetzt den Pfad haben. Wo ist diese Datei, die er lesen soll, Zeile um Zeile? Eine Zeichenkette. Da können wir uns gerade nochmal angucken, wie das funktioniert. Auf jeden Fall muss hier eine Zeichenkette stehen. Eine Pfadangabe. Wie kriegen Sie eine Pfadangabe? Mehrere Möglichkeiten. Sie können, Sie können hier in den Windows Explorer gehen und hier in die Pfadzeile klicken. Das wäre eine Pfadangabe. Wenn Sie da einmal geklickt haben, kriegen Sie normale Windows-Pfadangabe. Sie können das hier nehmen. Ich habe jetzt einfach STRG-C gedrückt. Und da reinschmeißen. Fast, noch nicht ganz. Jetzt geht es natürlich weiter. Wie hieß meine Datei? Daten.txt. Daten.txt. Das wäre ein absoluter Pfad. Auf dem Laufwerk C, Verzeichnis Users, Verzeichnis JL, bla 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 und so weiter, die Datei Daten.txt. Das wäre ein absoluter Pfad. Nebenbei sehen Sie hier die ganzen Schlängelchen. In der Zeichenkette hat ja der Rückwärtsstrich eine besondere Bedeutung. Das ist der Ärger unter Windows, dass die Pfade unter Windows mit dem Schrägstrich rückwärts gebildet sind. Wenn Sie an die Zeichenkette sich erinnern, Rückwärtsstrich N war ja zum Beispiel neue Zeile, Rückwärtsstrich T war Tabulator, Rückwärtsstrich heißt einfach nur ein Rückwärtsstrich in C. Das ist alles ein bisschen ungeschickt, dass dasselbe Zeichen hier unter Windows auch der Trenner ist für die Ordner, für die Verzeichnisse. Was Sie machen können, ist das Verdoppeln. Das sieht aber fürchterlich aus. Sieht man manchmal, es ist aber wirklich fürchterlich. Was Sie auch machen können, ist Vorwärtsstriche draus machen. Dass es aussieht wie bei Unix. Das ist die andere Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, das ist, glaube ich, die offizielle von Microsoft, ist ein Add davor zu setzen. In C-Sharp kann man ein Add vor die Zeichenkette setzen und mit dem Add vor der Zeichenkette sagen Sie, die ganzen Schrägstriche rückwärts bitte ernst nehmen und nicht als Sonderzeichen nehmen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, eine absolute Pfadangabe. Ich sage, wo steht diese Datei? Ohne Wenn und Aber. Was aus Read All Lines zurückkommt, sehen Sie da, ist ein Array aus Zeichenketten, also String Array, ich schreibe mal Zeilen, ne? Zeilen gleich. Wollen wir gerade mal angucken, ob das auch wirklich hinhaut. Also ein Breakpunkt hier auf diese schließende Schweifklammer. Dann müsste hier auch jetzt diese Datei eingelesen werden. So, in Zeilen, jetzt sehen Sie, was in Zeilen drin ist. In Zeilen sind tatsächlich drei Zeichenketten drin in dem Array. Und naja, Zeile um Zeile, es ist wirklich banal. Zeile um Zeile einfach eingelesen aus der Datei. Und da können wir jetzt gleich weiterarbeiten. Da lasse ich Sie gleich weiterarbeiten. Ich will aber noch was zu den Pfadangaben sagen, weil ich gestern gelernt habe, dass das nicht so bekannt ist, wie das mit den Pfadangaben funktioniert. Das ist also so ein absoluter Pfad. Sie sagen, da auf der Festplatte und nirgendwo anders. Der Ärger ist, wenn Sie jetzt Ihr Verzeichnis hier nehmen, wenn Sie dieses Verzeichnis jetzt nehmen und woanders hinschicken oder auf dem Rechner überhaupt an eine andere Stelle packen,
stimmt das ja nicht mehr. Wenn das Verzeichnis an einer anderen Stelle steht, ist es wahrscheinlich nicht mehr unter JL-Desktop-Diagramm, sondern sonst wo. Und damit ist dieser Verweis im Eimer. Was man typischerweise machen wird, sind relative Pfade. Relativ und keine absoluten Pfade. Relativ insbesondere zu der Exe-Datei. Ich sage Folgendes, wo ist die Exe-Datei? Hier ist die Exe-Datei. Von der Exe-Datei gehe eine Ebene rauf, gehe noch eine Ebene rauf, gehe noch eine Ebene rauf und da sind wir. Drei Ebenen rauf von der Exe-Datei, das gebe ich relativ an. Das sieht dann etwas ungewöhnlich aus, wenn man es noch nie gesehen hat. Ziehe Doppelpunkt und so weiter weg. Ich brauche nur den Dateinamen hier zum Schluss. Raus aus dem aktuellen Verzeichnis mit zwei Punkten. Dann raus aus dem nächsten Verzeichnis, raus aus dem nächsten Verzeichnis und da dann Daten.txt. Mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Ach, ich habe den Breakpunkt weggemacht. Sehr klug. Nochmal mit Breakpunkt da drin. Hat funktioniert. Diese relativen Pfadangaben sind deutlich pflegeleichter. Jetzt können Sie nämlich das ganze Verzeichnis nehmen und sonst wo hinlegen und es wird weiterhin stimmen. So, jetzt dürfen Sie aber endlich mal wieder was selber tun. Jetzt möchte ich ja jede Zeile auseinandernehmen in die Daten, die da drinnen stehen und versuchen, irgendeinen Konstruktor aufzurufen. Ich lasse Sie mal denken, wie das funktionieren kann. Wie kriegen wir jetzt aus jeder Zeile das entsprechende Objekt, ein Linie-Objekt oder ein Punkte-Objekt? Das sagt Ihnen dann eben auch nebenbei, wie die Konstruktoren aussehen müssen von diesen Dingern. So, wir kriegen ein Array aus Zeilen zurück. Jetzt will ich Zeile um Zeile durchgehen. Das schreit nach einer Vorschleife. Hier brauche ich eine Vorschleife. Vor, Tabulator, Tabulator. Eine Vorschleife, die durch die Zeilen geht. Also Zeilen.length. Das ist ja ein Array und keine Liste. Zeilen.length als Anzahl. Jetzt will ich durch jede Zeile gehen. Was will ich mit den Zeilen machen? Ich will die Zeile mit der Nummer i, hier kriegen Sie ein Array aus Zeichenketten, ein Eintrag für jede Zeile. Ich möchte die Zeile mit der Nummer i in dem Array, mit dem Index i in dem Array, die möchte ich zerlegen, split, von der Zeichenkette Zeilen i. Rufe die Methode split auf. Das ist ein bisschen irritierend, was da steht. Ignorieren Sie das. Sie können einfach angeben, an welchem Buchstaben getrennt werden soll, an welchem Zeichen getrennt werden soll. Einfaches Anführungszeichen, Semikolon. Ne? Ich komme mal Semikolon. An dem Zeichen soll getrennt werden. So können Sie das angeben. Was rauskommt aus der Split-Methode, ist nochmal ein Array an Zeichenketten. Das muss ich also irgendwo abfangen. String Array. Ich schreibe mal Teile. Ist gleich das. Also für jede Zeile kriege ich jetzt die einzelnen Bestandteile zwischen den Semikolons. Ich weiß, wie das Format aussieht. Das erste muss also sagen, was für ein Ding das ist. Und jetzt muss es hinten weitergehen mit Ja, Wert, Ja, Wert, Ja, Wert. Das heißt, ich müsste hier nochmal eine Vorschleife haben, höchstwahrscheinlich. Dann aber nicht mit I. Wir müssen einfach nur jetzt ein J tippen an dieser Stelle. Mit J. Und Sie sehen, Tabulator einmal gedrückt, dann wird es überall zu J. Mit der Länge müssen wir gleich nochmal gucken. Was ich jetzt machen möchte, ist Folgendes, dass ich mir immer diese Paare raushole und jeweils einen Punkt draus mache. Also das hier wäre J, das hier wird J gleich 0 sein, Teil mit Index 0, das hier wird J gleich 1 sein, Teil mit Index 1, J gleich 2, mit dem Komma hier, J gleich 2, J gleich 3, J gleich 4. Und da möchte ich jetzt Punkte draus bauen. Wie sollte man das veranstalten? Aus jeweils 2 einen Punkt bauen.
wie greife ich zu auf das Array? Ich rechne erstmal aus, wie viele Punkte überhaupt da drin sind. Wie stellen Sie fest, aus den Angaben, die Sie bisher zur Verfügung haben, dass hier 2 Punkte drin sind in der Zeile und nicht 3 Punkte und nicht 5 Punkte und nicht 0 Punkte? Wie stellen Sie fest, dass das 2 Punkte sind? Das ist es. Sie haben 5 Array-Einträge hier in den Teilen. Es sind 5 Sachen durch Semikolons getrennt. 1, 2, 3, 4, 5. Das erste ist der Typ, bleiben 4. Und die 4 müssen paarig auftreten, das durch 2. Also was ich jetzt rechne, ist folgendes. Wie viele sind es? Ich schreibe jetzt mal Anzahl Punkte. Ich rechne, wie viele Teile habe ich insgesamt? Teile.Length. Wie viele Teile habe ich insgesamt? 1 weniger, weil vorne der Typ steht. Und das nochmal durch 2. Das muss die Zahl der Punkte sein, die da drin stecken. Und so viele nehme ich da in der Vorschleife. Durch so viele gehe ich durch. Damit kann ich jetzt auch schon mal sagen, wie viele Punkte ich einsammeln soll. Ich habe mir so einen eigenen Typ ja gebaut, der Klasse Punkt. Ich weiß, wie viel ich jetzt einsammeln soll. Ich lasse Sie das, glaube ich, alles nochmal selber schreiben. Ich schreibe nur mal rein, was ich gerne hätte. Ein Array für Punkt. Ich weiß, wie viele ich haben muss jetzt hier. Sie legen ein Array an, was so viele speichern kann. Und hier überlegen Sie sich, wie Sie die einsammeln können. Und irgendwo muss dann der Konstruktor, den es noch gar nicht so wirklich gibt, für Punkt aufgerufen werden. Jeweils. Ein Array für Punkt. Sicherheitshalber zur Erinnerung. Hier gab es ja eine Klasse Punkt. Ein Diagrammobjekt merkt sich eine Liste an Punkten. Hier gibt es eine Klasse Punkt. Ein Array für Punkt. Ich hätte gerne ein Array für Punkt. Ich weiß jetzt, wie groß es werden muss. Der Typ drinnen in dem Array ist Punkt. Es ist ein Array, deshalb die eckigen Klammern. Ich nenne das jetzt Punkte, weil ich faul bin. Und damit habe ich ja erst eine Variable, die eine Referenz auf das Array speichern kann, die Hausnummer sozusagen des Arrays irgendwo ablegen kann. Ich muss das Array selbst noch bauen. Nu, Konstruktoraufruf für das Array, Tabulator hier sofort, und ein Array eben. Und wie viele sollen es werden? Anzahl Punkte. So viele sollen es werden. Also da nochmal ein bisschen diese Sprache üben. Eine neue Variable für ein Array, eckige Klammern, von Sachen von der Sorte Punkt. Und dieses Array baue ich mit so vielen Plätzen. Nu, Punkt, Anzahl Punkte. Und das versuche ich jetzt zu füllen. Ich möchte Punkte von J. So, den J-Platz aus diesem Array möchte ich jetzt füllen. Punkt um Punkt möchte ich einsammeln. Wenn ich in dieser Zeile bin, möchte ich den Punkt einsammeln 1980, 30. Danach den Punkt 2050,7. Ein Punkt nach dem anderen möchte ich jetzt einsammeln. Was muss jetzt auf der rechten Seite stehen, ohne dass man jetzt genau weiß, was man da hinschreibt, aber was müsste da von der Sorte her stehen? Ich muss tatsächlich diesen Punkt bauen. Ja, nu, ein Konstruktoraufruf, nu, Punkt. Der Compiler wäre jetzt glücklich. Das ist noch nicht allzu sinnvoll. Der Compiler wäre aber jetzt glücklich. Ich habe das Array, quasi das leere Regal, in das die Punkte rein sollen. Und jetzt einen nach dem anderen baue ich und schmeiße in die entsprechende Stelle ins Regal. Genauer gesagt, eine Referenz dann ins Regal. Das Regal hat auch wieder nur die Hausnummern und nicht die echten Objekte drin. Aber das wäre die Idee. Was natürlich jetzt blödsinnig ist, ich muss ja wirklich den Punkt bauen, den ich da gerade einsammle. Einfach nur nu Punkt. Dieser Punkt muss im Konstruktor wissen, was ist jetzt das Jahr und was ist der Wert. Ich brauche einen Konstruktor, dem ich Jahr und Wert geben kann, hier an dieser Stelle. Ein Konstruktor, dem ich nichts geben kann, das bringt es nicht. Ich brauche Jahr und Wert.
Wir haben für den Punkt noch gar keinen Konstruktor geschrieben. Wenn Sie jetzt zurückgehen zum Diagrammobjekt, Sie sehen noch gar keinen Konstruktor, den machen wir gerade auf die Schnelle. Er soll öffentlich sein, er heißt für die Klasse, Punkt. Er nimmt das Jahr und er nimmt den Wert und schmeißt das einfach in die entsprechenden Variablen. Von der jeweiligen Instanz das Jahr soll das Jahr sein, was ich hier übergebe. Und von der jeweiligen Instanz der Wert soll der Wert sein, den ich hier übergebe. Das war schon der Konstruktor ganz schmerzlos. Den rufe ich jetzt aus, um so einen Punkt zu erzeugen. Wir sehen, hier gibt es schon jetzt Ärger, weil das geht jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt Ja und Wert. Ja und Wert da hinten. Sonst will er nicht. Wie komme ich an Ja und Wert? Also klar, in den Teilen steckt das drinnen. Das so und so vierte Teil muss ich mir da rauspicken. Ich richte tatsächlich mal zwischen Variablen ein. Int Ja und Double Int Ja. Das müssen wir jetzt irgendwie ausrechnen, sozusagen das Ja. Und Double, ja, Double Wert, den müssen wir jetzt auch irgendwie sozusagen ausrechnen, aus den Teilen rausgraben. Und dann haben wir hier Ja und Wert. Und dann ist der Konstruktor da schon mal fertig. Aber ich muss jetzt hier arbeiten. Ich muss das Ja rauskriegen. Wir haben die Teile hier. Und aus dem so und so vielten Teil muss ich das Ja extrahieren. Und eins danach steht der Wert. Was machen Sie? Gut bemerkt, die Jahre stehen an den ungeraden Stellen. Hier an dem Index 1. An dem Index 1 steht das Ja für die Nummer 0. An dem Index 3 steht das Ja für die Nummer 1. Wenn wir jetzt noch ein weiteres Ja hätten, an dem Index Nummer 5 steht das Ja, was danach folgt. Das können wir vielleicht mal überhaupt mal aufmalen, dass man den Zusammenhang sieht. Also hier steht, was es ist. Linie, jetzt kommt hier das Ja und hier kommt ein Wert und hier kommt das Ja, hier kommt ein Wert, hier kommt das Ja, hier kommt ein Wert. Die Indizes, ich schreibe das mal so, die Indizes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber was ich eigentlich haben will, ist das Ja mit der Nummer 0 sozusagen, das Ja mit der Nummer 1, das Ja mit der Nummer 2. Das hier ist meine Vorschleife, was meine Vorschleife macht mit dem J. Wenn ich mich recht erinnere, war das das J? Nein, es war nicht das, doch, hier ist das J, genau. Das J nummeriert die Punkte durch, ab 0 anfangen. Das möchte ich als J haben. Aber ich muss umrechnen auf die Indizes in meinem Array. Wenn ich das Ja für die Nummer 0 haben will, muss ich in meinem Array an der Stelle 1 nachfragen, an dem Index 1 nachfragen. Wenn ich das Ja für die Nummer 1 haben will, muss ich in meinem Array an dem Index 3 nachfragen. Wenn ich das Ja für den Eintrag in meinen Punkten hier mit der Nummer 2 haben will, muss ich in dem Array unter dem Index 5 nachfragen. Wie rechnen Sie um? Ja, mal 2 plus 1. 0 mal 2 ist 0, plus 1 ist 1, 1 mal 2 ist 2, plus 1 ist 3, 2 mal 2 ist 4, plus 1 ist 5. Sie sehen, wenn J in einer Schritten läuft, geht der Array-Index unten in zweier Schritten. Deshalb muss da stehen 2 mal J, Steigung 2 sozusagen. Und wenn J gleich 0 ist, soll 1 rauskommen. Der Achsenabschnitt sozusagen ist 1. 2 mal J plus 1, das ist die Umrechnung. Also was ich hier mache ist, ich gehe an die Stelle Teile von 2 mal J plus 1. Das ist eine Zeichenkette. Jetzt will ich aber von der Zeichenkette umrechnen in ein Int. Dafür gab es ja von Int eine Methode namens Parse, der ich diese Zeichenkette gebe. Ups, so. Das wäre der Teil. Das gibt das Ja. Der Wert steht eins weiter hinten. Hier nehme ich also Teile an der Stelle 2 mal J plus 2. Immer der dahinter, eins weiter. Ich muss das nochmal zeigen. Sie gucken.
wenn ich den Wert haben will, zu der Nummer 0, eins weiter, nicht 1, sondern 2, den Wert zu der Nummer 1, nicht 3, sondern 4 und so weiter, immer eins weiter als das Jahr, eins dahinter. Das wird jetzt noch nicht funktionieren. Teile ist eine Zeichenkette. Ich hole die so und so vielte Zeichenkette raus, will aber eine Double-Zahl haben, also muss hier was stehen von wegen Double.Parse. Guter Einwand, aber die Zahlen sind mit Komma geschrieben. Das funktioniert jetzt automatisch. Wir sind ja im 21. Jahrhundert. Das funktioniert jetzt automatisch. Die Voreinstellung ist so, dass Parse Double ein Dezimalkomma erwartet. Das heißt, wenn Sie jetzt eine englische Datei kriegen oder eine amerikanische Datei, wo Punkte drin stehen, dann müssen Sie vorsichtig sein. Wenn Sie hier eine deutsche Datei haben mit Kommas, funktioniert es. Es hängt von den Landeseinstellungen ab. Also die Funktion ist raffinierter, als man glaubt. Im Praktikum brauchen wir das genau umgekehrt. Im Praktikum, die OpenStreetMap-Dateien sind natürlich mit Punkten und dann funktioniert es gerade nicht. Aber hier funktioniert es. Der nächste Schritt wäre jetzt, einen Konstruktor aufzurufen für Linie oder Punkte. Eine Minute, ich schreibe es tatsächlich nochmal hin. Ich habe jetzt also die Punkte eingesammelt, vielleicht zeige ich das zumindest, dass ich gerade die Punkte eingesammelt habe. Ich setze mal hier einen Breakpunkt, dass wir nach der ersten Zeile stehen bleiben. So, wir bleiben hier nach der ersten Zeile stehen und Sie sehen, ich habe zwei Punkte eingesammelt. Da habe ich zwei Punkte eingesammelt. Im ersten Punkt, also dem mit dem Index 0, steht drin 1990 100,1 und im zweiten Punkt, dem mit dem Index 1, steht drin 2014 200,7. Ich habe tatsächlich zwei Punkte eingesammelt für die erste Zeile. Denn die erste Zeile, die mit der Nummer 0, sehen Sie, 1990 100,1 214 200,7. Und so werde ich jetzt Zeile für Zeile durchgehen. Damit habe ich die Punkte eingesammelt. Und was ich jetzt noch in jeder Zeile machen will, ist tatsächlich so ein Objekt konstruieren von der Sorte. Ich möchte sagen, wenn im Teil mit der Nummer 0 Linie steht, dann soll auch ein Linienobjekt erzeugt werden. Und wenn da Punkte steht, soll ein Punkteobjekt erzeugt werden. Das würde ich am hübschesten, glaube ich, mit dem Switch machen. Switch, abhängig von Teile 0. Was ist vorne drin? Welche Zeichenkette steht vorne drin? Und dann gucken wir, steht vorne, was habe ich geschrieben? Linie? Linie und Punkte. Steht vorne Linie drinnen? Upsala, Linie drinnen. Dann würde ich jetzt gerne den Konstruktor von Linie aufrufen. Ich schaue mal einen Break, um was weiter zu machen. Da muss jetzt irgendwo der Konstruktor aufrufen noch rein. Und wenn da vorne Punkte drin steht, möchte ich den Konstruktoraufruf für Punkte haben. So würde das nachher funktionieren. Und den Konstruktoren würde ich die Liste jeweils, Array ist es gerade noch, würde ich die Liste an Punkten geben, die ich da eingesammelt habe. So stelle ich mir das gerade vor. Das müssen wir dann heute Nachmittag doch weitermachen. Ein bisschen viel vorgenommen. So würde das funktionieren. Auf jeden Fall im Prinzip Zeile um Zeile durchgehen, die Punkte extrahieren als Liste an Punkten. Und dann gucke ich mir an, was soll es denn jetzt werden? Ein Linienobjekt oder ein Punkteobjekt? Und dann baue ich das eben mit Hilfe dieser Liste an Punkten. Und natürlich muss ich mir diese Objekte auch noch irgendwo merken. In irgendeiner gemeinsamen Liste am besten. Na, das machen wir doch heute Nachmittag dann.